Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute mit wunderschönen Bildern aus Venedig. Das Auslaufen haben wir begleitet. Dann sind wir mit Silvia Minardi unterwegs, eine Entertainment Managerin. Und zuletzt mussten die Teens an Bord der AIDA Stella ihren Wetteinsatz bringen. Viel Spaß! Was eine Schiffsreise so wirklich besonders macht, ist das Auslaufen aus den Häfen. Und dann gibt es Häfen, die sind noch besonderer, noch zauberhafter, noch wunderbarer als andere Häfen. Venedig zum Beispiel. Gucken Sie mal. Wir sind in Venedig. Wir liegen im Hafen. Es gewittert, es kommt ein Unwetter und wir laufen aus. Fantastisch. Das ist Abenteuer pur. Ja. Besonders interessant bei dem Wetter auch, Gewitterlage, interessantes Licht, da hinten sind gerade ganz viele Blitze, die ich sehen kann und sehr besonders, glaube ich, dieser Abend. Und jetzt habe ich für Sie eine ganz, ganz, ganz besondere AIDA-Karrieregeschichte. Silvia Minardi war mal Sängerin, ist mit uns um die Welt gefahren und ist jetzt zur Entertainment-Managerin aufgestiegen. Und sie macht einen grandiosen Job. Viel Spaß! Ich bin Silvia Minardi, ich bin Entertainment-Manager an Bord AIDA Perla. Und ich habe auf AIDA angefangen als Solist auf der Bühne. Ich habe lang gearbeitet für verschiedene Schiffe und dann habe ich meine Position geändert. Ich war Sängerin für Bands und Trio, immer noch an Bord. Und danach habe ich meinen Management-Weg angefangen. Showmanager, Music Manager, Four Elements Manager und jetzt Entertainment Manager. Wir fahren jetzt an Bord AIDA Perla im Mittelmeer und wir gehen zweimal nach Italien und ich komme aus Italien und das ist mein Land, klar. Ja? Und deswegen habe ich gedacht, okay, warum nicht? Wir könnten eine italienische Abend auf der Bühne machen. Fast die ganze Entertainment-Team war involviert in diesem Event. Unsere Band Wonderland vom Beach Club war auf der Bühne. Die Techniker haben neue Lichter programmiert und einen riesen Soundcheck gemacht für die Band. Und ich habe viel Erfahrung auf der Bühne. Aber ich muss sagen, ich war ganz, ganz, ganz aufgeregt. Weil das war das erste Mal, dass haben wir dieses Event gemacht. Und das Theater war komplett voll. Ich habe gesehen, wie die Leute haben reagiert. Dann ich war super glücklich. Marina, Marina, Marina. Das ganze Theatrum hier war wie in einem italienischen Festival. Und wir haben alle zusammen Spaß gehabt. Das war unglaublich gut. Und am Ende, große Finale, die Tänzer war auch dabei. Die Teens auf AIDA Stella haben eine Wette verloren. Und als Wetteinsatz mussten sie ein Loblied auf die Crew und auf uns singen. Den Text haben sie sich selber ausgedacht. Damit haben wir nichts zu tun. Gucken Sie mal. Cool wie ein Fußballspieler, tragen die Gastgeber sogar lila. Es ist wirklich schön im Bällebad, bei den Gastgebern Kids drin, alle am Rad. Caro, Miri, Sophie, Genie und Elena sind für die Kids an Bord einfach prima. Ein Segway ist ein Segway, auf den kann man stehen. Genau wie auf unsere coole Doreen. Anna steht auf dem Board wie ein Star, sie ist 1A, wunderbar. Yeah, die Zeitung auf AIDA schreibt Anna immer wieder. Ihr seid geil und wir wollen euch heute feiern.
gehen voll steil, ihr wisst bald, denn wir wollen euch heute feiern. I'm in love with the crew, ihr seid Hammer, Hammer, Hammer. Es gibt nur eine, die euch toppt und das ist Mama, Mama, Mama. Wir fahren AIDA, AIDA, AIDA und nicht mit Tui, Tui, Tui. Denn hier ist alles perfekt, immer mit Superhelden. Yo! Unsere Teams! Wenn Sie mehr wissen wollen über uns, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro. Und jetzt kommt sie, Sie haben schon darauf gewartet, genau, die Verlockung der Woche. Bitte schön. Wir starten in Venedig und fahren als erstes nach Korfu und Bari. Danach bringt uns die Route nach Kotor und Dubrovnik. Wir machen noch Halt in Split, Zadar und Ravenna und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise, Venedig. Am Anfang das Auslaufen aus Venedig, dann Silvia Minardi. Und da passt es doch wunderbar, wenn wir am Schluss zu den Bildern der Woche auch was Italienisches dazu packen. Deswegen hier die Musik aus Bellagio, unserer Show über Venedig. Und dazu die Bilder der Woche. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao a tutti. Ciao a tutti ist, glaube ich, kompletter Quatsch. Sagt man das? Ich glaube, es heißt Arrivederci, oder? Arrivederci a tutti. Es tut mir leid, liebe Italiener. Ich verspreche, ich bessere mich.